Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Voidtrain mit Sunshine und dem Harzer und dem Häcksler. Grüß euch. Jo, der Häcksler steht, der Häcksler steht. Der Häcksler steht. Und jetzt, das haben wir natürlich schon gemacht, im Void irgendwelche Klumpen einsammeln. Ich nehme mal meinen, das wird mit Eis und Kohle gleich gut gehen. Ich packe den jetzt mal einfach den Eisklumpen in den Häcksler. Ja, genau. Verbrennt den Häcksler. Was? Drehen? Nein. Platzieren? Ach so. Platzieren. Hä? Wie platziere ich den denn jetzt? Ach, du, ach so. Ich kann ihn ablegen. Ach, das hätte man wissen müssen. So, aber ich möchte ihn was erstellen. Ja, da packe ich jetzt den Eisklumpen rein und er macht da irgendwas draus, ja. So, der Häcksler häckselt. Mhm. Ah. Ach, guck. Und hat was gemacht? Kleines Eis bestimmt. Ja, dreimal kleines Eis aus einem Klumpen. Ich will auch. Erforsche Technologie Dampflok. Okay. Ah. Warte mal, dann packe ich das Eis mal da rein. Und Sunshine hat... Ich habe Kohle. Ah. Soll ich mal kommen? Soll ich mal reinschmeißen? Was sagt das Journal denn? Eine feine Denkaufgabe. Wie sorgt man dafür, dass dieser Haufen Metall sich schneller von A nach B bewegt? Oh, wir haben was verpasst hier. Oh, Minen! Oh. Ich habe sie gerade noch erwischt. Gerade noch rechtzeitig. Oh je. So. Ich mach mal. Soll ich die Kohle hier reinwerfen? Klau. Kohle. Rezepte. Kohlestück. Erstellen. So. Und dann? Tada! Hier liegt jetzt kleine Kohlestückchen drin. So, Parasit erwischt, noch bevor er angedockt hat. Sehr schön. Also da, jetzt hier in dem Häcksler liegt die Kohle. Juhu. Juhu. Die können wir auch als Brennmaterial nutzen, habe ich gesehen. Würde ich vielleicht trotzdem lassen. Mhm. Obwohl andererseits, es kann sein, dass wir die Dampflok auch mit Holz benutzen können. Ich weiß ja noch nicht. Gibt ja solche und solche, ne? Kennen wir ja auch von Railroads Online. Oh, da sind wieder. Ja, ich komme mal lieber zurück. Minen voraus. Ah. Alles im Blick schon. Ach, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Das können die den ganzen Tag machen. Oh, das ist was ganz Neues. Und ich habe wieder einen Kohleklumpen. Oh. Sehr gut. Sunshine hat Kohle. Ja, ich darf dir aber echt mal Kohle erstellen. So, jetzt liegen hier... ich habe 6-mal Kohlestück jetzt. Haben wir irgendwo schon Platz? Soll ich das mit beim Holz reintun, die Kohle? Ja. Ja. Ne? Mach hier auch das Holz rein. Und hier habe ich noch ein Pilzchen für unsere kleinen Schnuckis. Ja. Ja, der Häcksler. Ob sich das vom Aufwand gelohnt hat, dass da 3 Stücke rauskommen aus dem großen Klumpen? Ich weiß noch nicht. Das ist schon nicht viel. Also. Gut, das ist eben. Gut, der Häcksler braucht ja keine Ressourcen. Es ist eben zusätzlich dann noch ein bisschen, ne? Aber andere kommen auch nicht an Kohle, ha? Ach! Wer schießt hier an mir vorbei? Ich. Aha. Ach, Inventarfall. Ach. Ja. Ja. Da freut das sicher. Ja. So, jetzt kann ich die anderen beiden Dinger fertigstellen. Jawohl. Juhu. So. Ne Quatsch, das wollte ich doch hier nicht. Hier ist der Forschungstisch. Hast du jetzt Steaks? Ich könnte ja mal mit hin. Ah. Mit den Pilzen, 6 Pilze, guck mal, die kann man ja verfüttern. So. Zumindest soweit die Burschen noch was abzugrähen haben. So, der eine nicht mehr, aber der andere ja. So. Autsch, dieses blöde Pflanzendings da. Mano.
Nee, es war nur ein Eis. Ich dachte, ich habe schon wieder ein Klümpchen gefunden, aber es war nur ein Eis. So, da freut er sich aber. Noch ein Pilz. Ah, da kommt Fisch. Oh. Ja, ich bin gerade am Füttern. So, der hat jetzt auch alle Pilze, also der hat jetzt auch Pilz auf volle Leiste. Aber die müssen alle noch freigeschaltet werden über diesen Dekokram. Ja. Die Slots sind noch geschlossen. Aber haben wir denn Metall für so einen Metallbarren oder was braucht man für das? Brauchst du für was? Naja, für die Deko erforschen. Hier steht doch bei dem Forschungstisch. Oh ja. Oh, Kumpel. Für Möbel braucht man einen Eisenbarren. Wo ist er? So. Und Eisenbarren macht man aus Metallschrott. Metallschrott. Genau. Warte, ich kann da auch gleich, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Sammeln. Ich wollte sowieso Metallschrott herstellen. Da vorne leuchtet das nächste Tor schon. Ich hab Häcksler, Kohle, was? Hä? Es ist kein Brennstoff drin. Okay. Hä? Ach, hier ist wieder ein Klumpen. Muss ein bisschen Holz reintun. Ihr zwei V-Pilze hier hinten, wann macht ihr mal was? Ja, wenn sie Deko haben, Jason, wenn sie Deko haben. Die sind clever. Und nähern wir uns schon dem nächsten Gate? Du hast irgendwas verloren, Alter. Jetzt ist weg. Unterm Zug rausgefallen. Gut, echt? Sah zumindest so aus. Ein Holz gefunden. Yes. Oh, Kumpel. Hinten am Zug. Hinten. Wo? Ui. Naja, schon wieder fort. Der schwimmt da unten rum. Zu erwische ich auch mal was mit dem Haken. Ab und zu. Ja. Du bist bald wieder im Dings, ne? Mhm. Das Gefühl, die Zeit wird immer kürzer zwischen den Stationen, aber das ja, alles auch gut. Also ich hatte manchmal das Gefühl, ne, sonst hat es so lange gedauert. Und jetzt geht das voll schnell. Ich da oben Kohle oder ist das eine Mine? Kohle, ein großer Kohleklumpen. Aufheben. Ja, damit. Schwer. Upsi. Ich häcksle. Häckseln oder hexen? Das ist hier die Frage. Erstellen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sehr schön. Hat gerade ausgesehen, als hätten würdest du angeln, ha, Sonny. Ui, und wie er angeleuchtet wird. Ja. Ich komme nicht mehr dran. Hut. Es hat einer jubt. Ja, mach ich doch immer. Wenn ich das blaue Licht sehe und sobald ich das Tor sehe. Ja, da vorne ist es. Was mag uns da erwarten? Ich bin gespannt. Vielleicht noch mehr Freunde zum Mitnehmen. Oh Maria, da haben wir irgendwann die ganzen Zug voll. Machen wir einen ganzen Waggon nur für die. Dramatische Musik.
bisschen Gas geben. Oh mein, oh mein. Das wird ja von selber jetzt gleich wieder ganz schnell, gell? Bitte schnallen Sie sich an, bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Sitzposition. Ach verdammt, wir haben gar keine Sitze. Einfach irgendwo festhalten. Jetzt ist hinter uns die Tür zugegangen. Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Kein Entkommen. Ja, ich kann rauslaufen. Na warte. Dann musst du draußen bleiben und dann. Oje, oje. Neue Quest, Geheimnisse. Oh. Ah, no. It sounded like... Or... Und du? Schleich dich rein. Das ist eine Sirene, oder? Was, Sirene? Schön, hört sich an, neues. Hört sich an wie eine Sirene. Hier ist ein neues, kleines. Eine Sirene? Wo denn? Hört sich für mich so an. Ach, da ist ja noch einer. Ja, hab ich ja gesagt, hier sitzt ein kleiner. Ja. Den da kann ich vielleicht noch ein Bettchen machen. Da hat Sunshine ja jetzt einen zum Verarzten. Viel Vergnügen. Ah, oh, ich nenne ihn Globschi. Okay, und jetzt? Auf den roten Knopf drücken, rechts. Wo? Oh, wo? Oh. Da rechts ist ein roter Knopf. Genau, wo ist er hin? Ach, ist der drollig. Guck mal, der ist Koch. Der ist Kleine. Der ist Koch. Lokführer. Lokführer. Der kann Kochtechnologie, aber ist Lokführer. Ach, ja, guck, Forschung minus 20, Kochen minus 10 und er ist Lokführer. Ach, ist der drollig. Dem ist jemand über die Nase gefahren. Guck, er hat eine Spur im Gesicht. Ah, der kommt auf jeden Fall in die Küche. So. Ja. Harzer ist schon dabei, irgendwas mit den Betten zu machen. Ich kann es nicht bauen. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe alles im Inventar. Hier steht aber auch Crew 2 von 2. Ich weiß nicht, ob es an den Betten liegt oder ob wir nur 2 haben können. Oh. Oh, weia. Oh. Oh nein, das ist ja furchtbar. Oh, MG. Wenn das so wäre, dann müssten wir eine Entscheidung treffen. Ach. Nee, das kann ich nicht. Das ist ja doof. Außerdem habe ich die anderen schon gefüttert, volle Pulle. Ja. Oh, Schatzelein. Das tut mir so leid. Oh, weia. Oh, und der sieht so drollig aus. Guck. Mit seinem Großknopfaugen. Können wir ihn wieder in Bernstein einbacken? Wahrscheinlich nicht, ne? Und mitnehmen. Ja, und dann den Bernstein mitnehmen. Och, und der guckt so, nimm ich mit, nimm ich mit. Wir können ihn aber nicht mitnehmen. Nee. Ach, das ist ja doof. Das ist immer so, wenn das Spiel einen so, das, so limitiert. Das ist ja auch nicht Limit, oder? Wir sind doch 3 Leute. Man hätte ja theoretisch auch 3 haben können. Gucken wir noch im Journal. Kosmetische Gegenstände. Steht denn da irgendwas? Vielleicht müssen wir erst Deko bauen, damit die anderen 2 happy sind. Klumpen im Void. So, negative Effekte. Wenn du Plätze füllst, steigt die Effizienz. Zufriedenheitsplätze. Im Tutorial dazu steht nichts. Daten über den Wissenschaftler. Notizen. Manchmal sehe ich mir Rolf Lemo an und denke, dass er vielleicht klüger ist, als er aussieht. Und dass er alles versteht. Obwohl es mir nichts darüber erzählt. Natürlich hält es das nicht davon ab, am Zug herum zu faulenzen. Okay. Das macht mich jetzt sehr traurig. Ich finde auch im Journal nichts dazu. Aber doof, wenn man einfach kein drittes Bett bauen kann. Im Bett steht nichts. Das verstehe ich nicht. Gut, wir doktern hier nochmal ein bisschen rum. Ihr seid gleich wieder mit dabei, liebe Zuschauer. So, wir sind zwischenzeitlich nicht untätig gewesen, beziehungsweise Sunshine hat hier ein bisschen Dekoration gebaut. Einen Tisch mit einer formschönen Lampe. Und wenn man sich jetzt mal hier einen von diesen Fregels hier aufhebt,
Dann sieht man, der bräuchte jetzt wieder einen Pilz. Dem fehlt jetzt der dritte Pilz, warum auch immer. Aber hier oben, die Pilzreihe ist komplett freigeschaltet. Und damit theoretisch auch hier diese zweite Fähigkeit. Hier jetzt der Extraktor, Bonusherstellung an der Werkbank. Und der andere hatte irgendwie weniger Kosten für die Forschung. Aber jetzt müssen wir denen auch wieder Pilze füttern. Scheinbar gehen die Pilze irgendwann weg. Warte mal, dann füttere ich denen jetzt auch wieder Pilze. Und dann müssten aber die Fähigkeiten wieder, da müssten die Fähigkeiten voll vorhanden sein. So. Kommen Sie mal her. Das ist der Erste. Der hat den Mund schon offen. Aber vom Schlafen. So, Gegenstand geben. Pilz. Genau, jetzt haben wir Bonus auf der Werkbank. Bonusgegenstand. Freigeschaltet. Dass es eine Chance auf einen Bonusgegenstand gibt, wenn man was an der Werkbank herstellt. Wo ist der andere? Sehr gut. Da hinten. So, kommen Sie mal her. Der ist noch vollgefuttert mit 3 Pilzen. Okay. Aber warum hat der denn hier nur... Der hat irgendwie gar keine Zusatzeigenschaft mehr. Keine Ahnung. Oder hatte der gar keine? Braucht er erst noch Pilzsalat? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt das mit dem Bonusgegenstand bei der Werkbank. Müssen wir ab und zu mal gucken, ob die Pilze wieder weggehen, ob die nachgefüttert werden müssen. Könnte sein. So, dann, meine verehrten Damen und Herren, gucken wir mal, was hier in dem Gebäude los ist. Auf jeden Fall wieder ein Haufen Munition. Ich habe auch einen Coin zum Zocken dabei, einen. Sehr schön, sehr schön. So, hier liegt Kram. So, hier ist die Funkstation. Ach, das muss irgendwo nebenan sein. Wo bist du denn? Ach, da. Na. Ach, Kohle verzocken können wir noch immer. Willst du mitkommen, Harter? Was es im Radio zu hören gibt? Moment. Ja. Muss ja irgendwo hier drin sein. So, Toilette. Hier ist nix. Ah. Ja. Aber hier, Radio. Ich interagiere mal mit dem Radio. Oder mit dem Funkgerät. Ja, hau drauf. So, los geht's. Hau den Lukas. Got it. What about the recon team? Reporting. We're back from the island. No scientist detected. Preparing a second expedition. We'll be a little late. Need to change the winch. There was a problem with the current one. Roger that. Over and out. Okay. Und jetzt? Ja. Neue Notizen zugefügt. Okay. They've spotted the scientist somewhere on the islands. But they haven't captured him, so this is our chance to find him faster than they do. Either way, the enemy of our enemy is a potential ally. Yeah. We need to figure out how to make the winch stronger for this venture. Die Winde. Die Winde stärker machen. Aber auf jeden Fall ist der Wissenschaftler, wegen dem wir hier sind, noch da. Und unsere Gegner suchen ihn. Aber dann sind sie vielleicht auch gerade nicht auf der Suche nach uns. Finde die Teile in der Werkstatt. 0 von 2. Ja, hier ist eins. Moment. Wo ist eins? Hier, am Boden. Ja, nimm ruhig mit. Und hier ist noch eins. Jason, hier, guck mal. So. Ist einfach nur Metall. Ich inspiziere das andere Teil mal. Baue eine Winde. Eine Winde? So. Naja, wofür auch immer die Winde dann gut ist. Ach hier, ich bin ja an der Werkbank. Achtung, ich habe nur mal E gedrückt. Ich glaube, ich baue die schon jetzt. Ah. Na, guckt an seine Hand. Hammer. Ja. Hammer fort. Klopft sich auf den Arm. There's no time to lose. We need to find the scientists before they do. Okay.
Wir müssen hier ein bisschen abschaffen. So, du besitzt eine Winde. Einfacher Windenschuss. Du kannst sie dazu benutzen, um herrenlose Züge im Void zu übernehmen, indem du auf ihre Kupplung zielst und schießt. Oder an bestimmten Orten mit Hilfe von erweiterbaren Kupplungsringen, herstellbar an der Werkbank, in die Tiefen des Voids reisen kannst. Ach was, dann können wir uns jetzt doch weiter vom Zug wegbewegen mit der Mechanik. Krass. So, mit der mittleren Maustaste. Wie Spider-Man, versuch mal. Haben wir jetzt alle. Yeah. Mittlere Maustaste. Spider-Man. Hey, super. Wie cool. Nicht zu fassen. Das ist nice. Das ist cool. Hat das Spiel ja doch schon ordentlich was zu bieten. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Mit den Haken hast du gleich zwei Dinger, die du schießen kannst. Jo, gleichzeitig hintereinander weg. Ja, warte mal. Yeah, dafür ist Spider-Man. Jo. Gut, ja, sind wir dem Lüften des Geheimnisses wieder ein ganzes Stück näher gekommen. Ja, und vielleicht erfahren wir dann schon in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Auf jeden Fall toll, wieder eine neue Spielmechanik dazugewonnen zu haben. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Tschüssing.